Okay, ich habe jetzt das erste Mal durchgelassen. Ihr seht, das sieht so schon sehr fein aus und klasse. Wie gesagt, mein Fleisch von der Keule. Das werde ich jetzt ein zweites Mal durchlassen. Und damit man das Ganze dann auch noch schön ansichtlich macht, wie gesagt, nehme ich so ab. Ich fülle es immer nur nach und lasse es hier auf die Hand laufen. Aber das könnt ihr gleich sehen. Man sieht schon, was für eine schöne Konsistenz das Ganze hat. Es sieht jetzt noch viel heller aus und noch feiner. Das zergeht im Mund. Also das ist geschmacklich einwandfrei. Man denkt, da ist Zucker zwischen. So süß ist das Ganze. Und jetzt kommt der Rest noch durch. So, fertig ist es. Ich glaube, ihr seht, wie toll das einfach aussieht, wie fein das Ganze ist. Und das Schöne dabei ist, wenn ich das jetzt für Hamburger noch nehmen möchte, dann kann ich wunderschöne Patties herstellen. Da braucht man eigentlich gar keinen Pfeffer und Salz dran zu machen. Das ist geschmacklich einwandfrei. Das ist so weich und so zart. Hier schön rein. Schön dementsprechend in Form bringen das Ganze und dann nur ganz kurz in der Pfanne anbraten. Das ist einfach nur lecker. Also wie gesagt, ich hoffe, meine kleine Doku hat euch gefallen. Wie mache ich Schabe mit? Ich sage mal ciao, euer Micha Wiesel. Ciao.